Schön, dass auch du den Weg gefunden hast zur 8. Ausgabe von der Portals Rückshow. Heute von den Schlagzeilen. Nur ein Spieltag vor dem Training. Darauf werden die Champions und werden die Relegationsgruppe stehen. Zudem will ich auch wissen, was der Meister, der Kommando des Basel, das Runde geliefert hat. Also, unbedingt dranbleiben. Heute starten wir als erstes mit der Partie Basel gegen Servette. Und wir sich alle fragen, was hat der Meister der Choreo das Wochenende wieder zu bieten gehabt? Und ja, auch das Wochenende hat der Meister der Choreo wieder mit der schlichten FC Basel 8-0 Choreo wieder ein Choreo eingelegt. Ja, ich weiß, man sollte das Büro nicht befürworten, aber meiner Meinung nach haben die doch irgendwie bei dieser Choreo einfach gefehlt. In der Rille weiss die ganze Liga, der Tierno Bari vom FC Basel, der ist ein Phänomen. Vor allem in dem Spiel hatte ich das Gefühl, der hat irgendwie mehr Bock gehabt, mit sich selber zu spielen, als mit seinem Team. Weil statt in dieser Aktion einen Pass zu machen zu einem Teamkameraden, hat er sich wohl eher den Pass selber vorgelegt. Und was ich mich frage, ob Basel von dem Match eigentlich noch Rückwärtsrätsel gespielt hat, wo ich eine Frage wäre, wie kann man Servette bezwingen? Nehmen wir als sechsstelliges Wort und Basel so, Druck ist zu kurz, Pressing ist zu lang. Aha, wie wär's denn mit Konter? Passt! Ich bin nicht bald auf der Dachung. Und dann switchen wir rüber zum nächsten Sonntagsspiel, nämlich zum Spiel IB gegen Luzern. Und Luzern nach der Pause 1-2 zurückgegangen ist. Und ich hoffe wirklich, dass da kein, vor allem kein IB-Fan passiert ist, dass du denkst, ich gehe in die Pause, ich werde getrennt können. Stoß, wenn das Stadion ausverkauft ist, ein bisschen länger an, verpasst die ersten 7 Minuten. Und genau denen scheppert es einem anderen Goal, nämlich genau 3 Goal nach 7 Minuten. Und so steht es 4-2 für IB. Bye bye, Luzern! Und zum Schluss von dieser Runde werden wir noch die beste Choreo der Runde auszeichnen. Und der Leiter FC Basel, euer Choreo ist mir einfach schlicht und einfach sein. Und wenn ich ein Befürworter von Pyros bin, die mir bei euch, wie schon gesagt, einfach gefällt. Und der Gewinner von der beste Choreo der Runde geht an Trommelwirbel FC St. Gallen, wo Queen Fires ihres 30-jährigen Bestehen feiert, mit wirklich zwei geilen Choreos zum Start in die erste und zum Start in die zweite Halbzeit. Weil am Samstag St. Gallen gegen Iberdorf gewonnen hat und am Sonntag Luzern gegen Iber verloren hat, steht eine Runde vor der Halbierung der Tabelle schon fest, wer in der Champions und wer in der Relegationsgruppe spielt. Wenn man sich auf den Punkt schaut, hat man auch fest, eigentlich so der einzige Gegner, der auch in einer richtig guten Form ist, ist Lugano, wo Iber konnte Konkurrenz machen und den Meistertitel.
wenn man schon auf die rote Vereine schaut, ist auch ganz interessant, Luzern, was eben nicht geschafft haben, die müssen genau hoffen, dass GC zum Beispiel verliert und damit ist Luzern safe nächstes Jahr wieder Super League, weil die können es nicht mehr Platz herfliegen, damit die Barrage, der Heinz Luzern, den das erste Verein gesaved. Wenn wir noch kurz einen Switch machen zur Challenge League, stellen wir hier 6 Runden vor Spielende fest, dass sie ja tun, fix aufsteigen oder Barrage spielen, weil alle anderen Vereine können es nicht mehr einholen. Und den sind wir morgen schon über zum Blitz-Update! Aber wenn es vielleicht schon alle wissen, die es noch nicht wissen, die Grasser Club Zürich hat sich am Münd-April 2 Spieltage vor der Tabellenhalbjährig vom Trainer Bruno Berner getrennt. Und sie haben den Marc Schellibaum als neuen Trainer eingestellt. Jedoch haben sie auch unter ihm nicht können gewinnen. Der FC Thun konnte dieses Jahr etwas Historisches erreichen. Die Challenge League 18 Heimspiele hat, hat es gerade mal verdutzt in der Saison 3-4 geschafft, der Hai umschlagen sie mit 14 Sieg und 4 Unentschieden. Thun ist diese Saison, stand jetzt bei 11 Sieg und Unentschieden. Der Hai, wenn Thun alle Spiele jetzt noch gewinnen, der Hai, wäre jetzt besser, punktemäßig, als verdutzt. Und das auch schon gesagt, sie mit dem Blitz-Update. Und zum Schluss von der Post-Rückshow zeige ich euch noch ein exklusives Video, wo jetzt klar ist, dass Luzern leider nicht der Champion, sondern in der Relegationsgruppe spielt, wie sich Luzern-Fans nach der 4-2-Niederlage in Bern in den Spieler unterhalten haben. Das nennst du Arbeit? Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Manchmal muss ich die Antenne verstellen, manchmal verliere ich die Fernbedienung und manchmal tut mir ganz schön der Allerwerteste weh. Oh, du armer, armer Kerl. Übrigens, da ist dein Aktenkoffer. Oh, das ist also der Dank dafür, dass ich mich fast tot arbeite. Tot arbeiten? Du hast doch überhaupt keine Arbeit. Und das war schon sie mit der 8. Ausgabe von der Bottles Rückshow. Halt um die nächste Woche auch da ein, beim nächsten Spieltag von der Liga Halbjährig, wenn es dann auch da heißt, Bottles Rückshow. Eine ganz schöne Woche und um die nächste Woche zu schalten zur Bottles Rückshow.